Das war dieser rote Kaffeebecher. Also nehme ich mal an jetzt, genau diese 170 Gramm. Das Ganze kommt dann hier auf die Waage. Aber wo hat er seinen Becher? Ob der den überhaupt hier hat? Kannst du ja mal mit dem normalen versuchen. Nein, das wollte ich nicht. Oh, kaputt. Na, wir brauchen schon den roten, glaube ich. Ach nee, nicht kaputt. Da ist er ja. Wie soll ich ihn denn da drauflegen? Oh. Ob der hier irgendwo ist? Oder ob der in seinem Büro ist? Warte mal. Dr. Calvinos Werkstatt. Wahrscheinlich in den Besatzungsquartieren, ne? Kommen wir aber noch nicht hin. Wir sind gerade hier. Lobby- und Neuromod-Abteilung, jawohl. Da müssen wir bestimmt sowieso... Also zurück in die Lobby und da wird irgendwas passieren, höchstwahrscheinlich. Aber ich frage mich, wo der Becher hier ist. Kopfhörer. Wo könnte der Becher hier sein? Ist das hier? Warte mal. War's das? Das war's, ne? War nur ein Medkit. Der vermaledeite Becher. Dr. Calvinos Kaffeebecher. Also ich sehe ihn hier nicht und ich glaube auch nicht, dass der hier so super gut versteckt sein würde, wenn der denn hier wäre. Also. Hier ist ja auch noch irgendwas. Irgendwelche Luftschleusen. Oh. Oh, upsi. Sorry. Habe ich einen Karton gegen geschmissen, das Glas kaputt gegangen. Dr. Calvinos Kaffeebecher. Ich gucke nochmal ganz kurz. Den wirklich nicht übersehen habe hier irgendwo, aber... Ist der das? Nee, das sind ja so normale Becher, ne? Interessant. Ich mag diese kleinen Geheimnisse in diesem Spiel hier. Hm. Nee. Ich hab nur ein bisschen Sorge, ob ich mir die, ob ich mir das alles merken kann. Bestimmt überhaupt nicht. Video. Wir sollen auf jeden Fall wieder in unseren, Raum zurück. Mann, das mit dem Kaffeebecher nervt mich jetzt. Aber in die Besatzungsquartiere konnten wir ja auch noch nicht rein. Wieso ist da wieder ein Vieh da oben? Hallo, kommen Sie wegen eines Tests. Au!
Wir haben ja gespeichert. Guck mal. Waffen-Upgrade. Cool, hat sich doch gelohnt. Und jetzt können wir nämlich... I. Ja. I weiß ich. Sollen wir direkt was upgraden? Gleich nochmal die, Pistole hier. Was brauchen wir denn da? Waffenschmied 1. Okay. Hier können wir Glue-Effizienz. Effektive Reichweite. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Schießen. Verringert die Menge an Glut. Das ist doch eigentlich Glut. Ja, bitte. Weil die werden wir wahrscheinlich sehr oft brauchen, diese Glutkanone. Vor allem, weil man damit auch sich zusätzliche Wege freiballern kann. Der Medizinoperator, hat's ihn jetzt erwischt hier oben? Den bräuchte ich mal. Ne, da ist er. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, mit Sicherheit. Mach mal, guck mal. Blaue Flecken, Abschürfungen, hui. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So, alles wieder gut. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Bla 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 bla. Oh, ist das denn? Oh, hier war ich noch gar nicht. Hier war ich? Hä? Nee, Tatsache. Augen offen halten, Thaddäus. Bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er bringt viel zu viel Zeit mit persönlichen Objekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen, aber ich mache mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mit dem Antriebssystem unbefugte Bereiche vorzudringen. Haben Sie den verloren? Hi, Gas auf dem Frachtraum hier. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem herausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem herausgehenden Container. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen, die zur Pythias-Einrichtung verschifft werden. War vielleicht ein Versehen, keine Ahnung. Einer der Sicherheitsmitarbeiter hat ihn in den Tresor auf der Sicherheitsstation der Lebenserhaltung gesperrt. Sagen Sie dort Bescheid, wenn Sie ihn wiederhaben wollen. Tresor der Sicherheitsstation der Lebenserhaltung. Sie übernehmen. Dr. Calvino fühlt sich nicht gut genug, um unseren Besuchern die neueste Looking Glass-Technologie zu präsentieren. Daher muss ich das Labor für längere Zeit verlassen. Meine Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren, aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Er lautet 2052 Dr. Thorstein. Dr. Thorsteins Büro. Wo ist das denn jetzt? Mein lieber Scholli. Wo bist du? Das ist Dr. Thorsteins Büro? Oben. Ich hab echt Schwein gehabt. Oh, wow, 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 wow. Titus Cromwell. Zufall dim sum. Ah, das ist es. Ah, das geht. Das ist bestimmt eine Abkürzung jetzt. Aber wir gucken nochmal hier ein bisschen rum. Die Lebenserhaltung, genau, da wollten wir auch nochmal gucken. Warte mal. Strahlenwellen. Ach, hier ist ja Thorsteins Büro. Ja, ja, ja. Lebenserhaltung. Vorführertribüne. Ja, hier nicht, ne? Da, Lebens... Ah. Okay, kommen wir noch nicht hin. Alles klar. Gucken wir nochmal, was wir hier noch so mitnehmen können.
Hallo, mein Name ist Mr. Gluey McGlueface. Das war Mr. Gluey McGlueface. Wie cool. Nein, nicht genug Platz. Scheiße. Was denn? Verdammt. Da müssen wir gleich dann nochmal recyceln gehen. Passwort haben wir nicht. Einprägen und vernichten. Das einprägen und den Technik-Operator eingeben. Passwort für Gruppenterminals MacRoll. Aha. Sie haben gewonnen. Wer auch immer dem lieben Mr. McGluey McGlueface Arme spendiert hat, also die erste Schicht, ich verbeuge mich für ihn. Zuerst dachte ich, dass den Aal in Aspikhut nichts toppen könnte, aber da habe ich mich geirrt. An ihre großartige Idee mit den Händen aus Baseballhandschuhen kommt einfach nichts ran. Mit freundlichen Grüßen die unwürdige zweite Schicht. Schön. Richtig schöner Büroalltag. Ah, brauchen Sie Vorräte? Hallo, hier nochmal zur Erinnerung, falls Sie Vorräte aus der Werkstatt brauchen, der Code des Lagerschranks lautet 0222. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas herausnehmen. Der Code des Lagers... Ach, da unten, okay, ja. Glutestergebnisse. Vorbereitung, Testergebnisse, Hafe. Dimensionen sollten für Modellversuchskammer 1 Kubikzentimeter... Nee, was ist denn CBM? Bei einem Luftaustausch von 1 bla, optimiert werden Ladefaktor bla... Bla, Reinigung, Edelstahlplatte verwendet, Testobjekt vollständig mit geringfügigem Material von Metall imprägniert, also Modellversuch erfolgreich, empfehle zu größeren Testobjekten überzugehen. Anmerkung, Glue ist nach wie vor vitrophobisch. Okay, war jetzt nicht so die wichtige Info. Da kommen wir her. Da haben wir geunlockt. Hier waren wir auch. Das heißt, wir müssen hier nochmal gucken. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind jetzt hier über dem der Station, wo wir mal nicht genug Platz vermaledeit nochmal. Ich muss gleich nochmal recyceln gehen. Das tut mir leid, aber es gehört halt dazu. So viel Zeugs hier noch. Gesund gezauberten Blumenkohl. Scheinbar müssen wir dünsten, bla, Sorte lila, was? Der Sorte in lila? Lila Blumenkohl? Obwohl Blumenkohl ist eigentlich ganz lecker. Ich kann echt nichts nehmen. Das ist lästig. Hier ist aber noch so viel, guck mal. Okay. Ein Waffenupgrade. Nochmal eine Glukanone. Ja. Okay, den haben wir eigentlich ganz cool erwischt. Wo sind wir hier? Ja, genau, am Eingang. Das heißt, das ist bestimmt dieser Schrank dort. Oder? Nee, doch nicht. Wo passt denn der Schlüssel jetzt? Auf jeden Fall müssen wir nochmal recyceln. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen. Ich komme. Du kannst uns aber, glaube ich, auch hier den Anzug mal reparieren, ne? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Danke, selber undicht.
Guten. Dann das da rein. Und wir hatten noch was, was wir da reinschmeißen konnten, könnten, ne? Oder? So, ich kann ja auch Z drücken. Ja gut, das ist halt alles Heilzeugs. Das könnte uns nützlich sein. Oder wir sagen einfach, wir stellen uns Medkits her. Organisches Material, ja. Kann ich immer nach Typ? Dankeschön. Wie ist das mit dem Essen? Sollen wir das platt machen? Oder Neuromods können wir auch machen. Und dafür Medikits bauen lieber. Ach, glaube ich, mehr Sinn, ne? Wie kann ich das einfach mit F? Das ist ein Psy-Hypo. Stellt Psy wieder her. So weit sind wir noch gar nicht. Das hier aber. So, mach mal bitte. Ich hätte hier auf jeden Fall ganz gerne noch einmal Muni. Wir haben 5 Medkits, die sollten eigentlich reichen. Bolzen brauchen wir nicht, Bolzenwerfer brauchen wir nicht. Was braucht denn so ein Medkit? Ja, guck mal, das ist eigentlich... Guck mal, das braucht 2 Bio-Dinger. Das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Dann, dass wir das Essen auch platt machen. So. Dann gehen wir nochmal da oben looten. Wo lag denn jetzt hier überall was? Hier hinten lag, glaube ich, noch ganz viel. Hier beim Mr. Gluey, McGluey, allsülz lecker. So. Und in der Küche auf jeden Fall ganz viel. Weiß ich nicht, ob hier noch was lag, was wir nicht nehmen konnten. Da. Jawohl, hier liegt noch einiges. Genau eins einiges. Wahnsinn, das ist der Shit, Leute. Der Shit, ich sag es euch, der Shit ist das. Hier überhaupt. Hier ist die andere Seite. Jürgen Thorstein. Ach, da waren wir auch noch gar nicht drin. Na gut. Das war Jürgen Thorstein. Ich glaube, das ist der Direktor des Labors. Hm. Er hat sich wohl über Sie geärgert. Bedauerlich. Schlüsselkarte. Geil. So, Loot, Loot, Loot. Korrodierte Spule. Der Weltraumaufzug. Mit Hilfe des ersten funktionsfähigen Rebellen. Hatten wir das nicht schon? USA beim Bau günstiger. Ja, das hatten wir doch schon, ne? Mein neuer Reployer. Dr. Thorstein, ich möchte mich persönlich bei Ihnen für den neuen Reployer bedanken. Ich weiß, dass auch andere dafür auf der Warteliste stehen. Daher war ich heute Morgen sehr angenehm überrascht, einen neuen in meinem Büro vorzufinden. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar und es tut mir leid, dass ich Sie noch weiter belästigen muss. Es wäre nämlich großartig, wenn Sie einem Ihrer Techniker entbehren und vorbeischicken können, wenn jemand erklärt, wie das Ding eigentlich kann. Ah, sehr schön. Teil angefordert. Es geht mal wieder um eine Morgenanfrage. Morgen war heute im Maschinenlabor und stand einfach da, als wäre nicht klar, wohin es gehen sollte. Als ich meine Hilfe anbot, bat Morgen mich um weitere Operator-Teile. Ich fragte, ob ich die letzten, die wir geschickt hatten, nicht ausreichend waren. Dann kam ein verständnisloser Blick, nicht so ungut, aber Morgen hat genug Material angefordert, um jeden Operator auf der Station 5-mal zu reparieren. Außerdem haben wir noch weitere Operator-Einheiten, die gewartet werden müssen. Okay, die typische das typische Geschimpfe. Was ist denn das da? Ah. Nix. Also das typische Geschimpfe, was sich so ein
leitender Angestellter den ganzen Tag anhören muss. Ah. Den Code haben wir noch nicht. Ein Medkit. Jetzt müssen wir noch mal eben darüber. Irgendwie finde ich diese Architektur hier gerade total verwirrend. Weiß nicht warum. Waffenupgrade, ganz wichtig. Blue Cannon nehmen wir auch mit. Inventar schon wieder voll. Ich krieg's Breschen. Das darf doch nicht wahr sein.